Ja, hallo Schalker. Pünktlich zum Heimspiel gegen den Karlsruher SC, Abi. Ja, hallo. Der Kia Auto Talk im schönen blauen Auto vom Abi. Abi, starkes Brett kommt auf uns zu. Karlsruher SC, die letzten 4 Spiele, 15:1 Tore, 9 Punkte, nur gegen Kiel 1:0 verloren, 7:0 das letzte Spiel gegen Magdeburg gewonnen, wobei wir 5:2 verloren haben, mein Hertha. Wie sieht's aus? Ja, das Wasser steht wieder bis zum Hals. Wie immer, wenn du auswärts nicht gewinnst. Wie wir ja immer gesagt haben, auswärts musst du was holen. Und wenn du das nicht machst, dann rutschst du immer wieder unten mit rein. Und wir wollen mal schauen, wie die Spiele jetzt noch alle kommen. Aber wir müssen auswärts auf jeden Fall was tun. Und Karlsruhe hat natürlich jetzt hier, so wie du hast jetzt alles aufgezählt, ich krieg schon Panik. Ja, ich bin ja noch nicht fertig mit Karlsruhe. Ach so, du bist ja noch nicht fertig. Dann erzähl mal noch. Ja, Matanovic, U21, kroatischer Nationalspieler vorne. Civcinace, georgischer Nationalspieler. Dann Vanicek, der schon lange beim Karlsruhe SC spielt. Und Schleusner. Es sind natürlich Torgaranten, die da vorne stehen. Die müssen wir erstmal im Griff bekommen, ne? Ja, ja, und gut, wir sind ja auch nicht komplett. Aber nein. Also, wir haben da schon ein paar Ausfälle, aber trotzdem muss man. Das ist ein Heimspiel, egal ob die jetzt 7:0 gewonnen haben oder nicht, wir müssen das Spiel gewinnen. Ja. Und da kannst du mir erzählen, was du willst und die Leute auch. Wir müssen das Ding irgendwie nach Hause bringen. Sonst, wenn wir hier zu Hause mal ein Spiel verlieren, was ich immer gesagt habe, dann wird es richtig eng. Dann wird es richtig eng. Und Karlsruhe ist jetzt auch nicht so ein Überflieger, auch wenn die jetzt die letzten 4 Spiele, glaube ich, gewonnen haben. Ja. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wir uns da in die Hose machen müssen. Auch wenn wir. Du hast ja oft genug gegen den KSC gespielt. Also Karlsruhe war eigentlich immer so eine Mannschaft, wo ich ganz gerne gegen gespielt habe, weil meistens haben die ja auch gegen uns verloren. Ja, also da ist jetzt nicht so, dass wir da eine große Angst vor haben müssen. Nein, denn also auch wir, mit dem Fall, wir mit unserer Truppe haben früher keine Angst gehabt. Wollte ich gerade sagen. Aber da ist vollkommen richtig, aber die Heimspiele müssen wir einfach gewinnen. Wir spielen wieder vor 60.000. Du weißt ja, wie das ist, Peter. Jetzt hast du 60.000 und wir müssen das Spiel gewinnen. Dann spielst du, glaube ich, in Hannover. Der Druck ist da. In Hannover musst du auch was holen. Also wie auch immer, der Gerrits muss sich was einfallen lassen. Ja, ja. Nicht nur immer sagen, bla 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 und es passiert nichts. Ja. Ja. Ja, also wenn wir da sehen, was bei uns zurzeit im Verein alles abläuft, ein Durcheinander ohne Ende. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das irritiert mich jetzt komplett, was da zurzeit abläuft. Und ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft sich davon nicht anstecken lässt. Und ja, das ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, aber wir müssen gegen den Karlsruher SC, müssen wir wirklich, den müssen wir ein paar Eier ins Nest legen. Damit wir das Ding gewinnen und alles andere zählt nicht, Abi. Alles andere zählt nicht. Du hast vollkommen recht. Sollten wir mal wirklich zu Hause was verlieren und sind auswärts sowieso immer anfällig und schwach, ja, dann kann das böse enden, ne? Ja, das kann ganz böse enden dann. Aber wie gesagt, wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen schauen, dass wir das Spiel am Samstag oder am Sonntag hier gewinnen und feiern. Ja, ja. Ende ja, aus. Ja, und da gibt es auch kein Vertun und da müssen alle dran ziehen. Ja, ich möchte natürlich noch auf diesem Wege meinem Freund Heinz Reichardt vom Karlsruher SC viele, viele Grüße übersenden. Aber Heinz, eins muss ich dir sagen, die Punkte bleiben diesmal in Schalke unbestritten. Ja, die wir brauchen, die 3 Punkte. Leid. Aber du kannst immer diesmal umsonst fahren. Ja, liebe Schalker, wir wünschen euch auf diesem Wege natürlich ein schönes Osterfest, schöne Osterfeiertage. Ostern, und alles, alles Gute. Glück auf. Dann, Glück auf.